Aber das ist wirklich schön. Aber wenn ich mal eine Haltung näher kennt, dann weiß, dass findet man mit ihm einfach wirklich Spaß. Der hat also auch wirklich coole Moves im Berlin-Raum. Noch einmal die Information für unsere Zuschauer nach dem Skatebox. Direkt danach wird Tarek Al-Wadi, der 3D-Superstar aus Dubai, hier an den Showplatz fliegen. Das sollten Sie sich auch auf gar keinen Fall umgehen lassen. Das ist 3D-Fliegen vom anderen Stern, härter, schneller, tiefer wie alle anderen. Direkt nach dem Skatebox, also in etwa 15 Minuten. Noch ein weiteren Programmpunkte hier werden gegen 13:30 Uhr für Music Freestyle Fantasy vorne machen. Da brauchen wir das Publikum dafür, weil das Publikum entscheidet, wer den besten Flug gemacht hat zur Musik. Um 15 Uhr ist Teamflight Challenge. Die 10 besten Piloten hier mit werden uns eine Sonnenshow bieten. Und der Rest der Zeit wird hier freigeflogen auf alle Flugzeuge in 3D. So, die beiden Rostenturbinen laufen hoch. Die Rostoren kamen gleich bei den ganzen Bällen. Das hat so gut gemacht, hier vorbei. Die Turbinen sind die Superstunden ausgestattet. Das heißt, also, wir haben die Turbinen. Die Gerne geflogen und gehen auf
von Designer, also der Kunden, Hubschrauber, Zuschauer, die wirklich hier am Einsatz sind. Ich habe mal denkt, mit dem Schwerpunkt mehr auf, sind ja ein Nachfolger für den Wettbewerb, die ich vorne habe. Der Wettbewerb ist bei den 505. Und ich bin ja nicht technisch, wenn ich auch in allen Belangen moderner und wiederholender, aber da halte ich es einfach zu mir. Also miteinander fliegen, ne? Ah, die zwei Bomberstationen, die kennen sie. Aber sonst wird die zwei so großen Hubschrauber einfach nur dazu fliegen, damit man sich schon gut abspeichern, damit hier nichts passiert. Das will natürlich keiner. Jetzt haben die zwei Bomberstationen, die keinerlei fünf Hallo gesagt und sind dann in kleinen Zahlen heruntergerechnet. Das will natürlich niemand. Und wir haben noch ein Programmpunkt, dann können wir... Auch nochmal für die Zuschauer, wie gesagt. Das Original dieses Helix fliegt nach dem Ausland in Offenburg in der Nähe von Karlsruhe in einem Labor. Bitte gerne hört Boomerang.
weil die Maschine fliegt und fliegt und fliegt und kommt immer wieder zurück. Auch schon eine im Prinzip eine fliegende Opa, und auch schon weit über 50 Jahre alt. Also das Original, die Schubschrauber des Baujahr 1956 und der ganz sicher, der das Ding kriegt, ist auch Baujahr 1956. Das ist das Bild, ne? Ja. Das ist auch gleichzeitig der Rückgeburtsanpunkt für den Stellblock heute. Und auch noch mal der Hinweis an Tarek. Oh, er kommt schon, ich sehe ihn schon. Hallo Tarek, good morning! Ich sehe ihn schon. Und er hat nur ein T-Shirt an und das ist das Beste. Also wenn Tarek keinen Pulli anhat, dann geht die Post ab. Kann ich ihm jetzt schon sagen. Sollte sich auf gar keinen Fall verpassen und sich das wirklich von hier vorne aus angucken. Weil wenn von 30 Meter erkennt die nur noch ein verschwommenes Zittern. Das sollte ich wirklich nicht verpassen. Eine der wenigen Gelegenheiten, hier wirklich den King of Freedom fliegen zu sehen in Europa, auf der Elite-Challenge hier mitfahren. So, weiter im Text mit Bernd. Hat dieser Heli, ein dieser Heli, also ein Eisenbau von Bernd Fischer, an dem er schon lange Jahre gearbeitet hat, immer wieder zurückgestellt hat, dann kam die Tandems dazwischen, Labrador, dann kam die H21, der Ursprung der Banane dazwischen. Und mittlerweile hat er sich ein Herz gefasst und hat diesen Hubschrauber fertig gebaut, der ursprünglich mit einem Zweizylinder vierter Boxermotor hier modern angegeben werden sollte, aber jetzt dann doch auf elektrisch umgerüstet wurde, einfach um es einfacher zu machen. Und wir sind froh, dass er das ist diese Fahrmodell gemacht hat, und hier so einen schönen Bootshubschrauber mit 3,80 Meter Motorradmesser genießen dürfen. Ja, war es fühlt sich wohl, hat er gesagt, er ist sehr froh, dass er heute wirklich so ein T-Shirt kriegen kann und kein Pullover anhaben muss. Gestern hat er noch ein Pullover an. Ist klar, er kommt aus Dubai, einer der heißesten Länder der Erde. Da reden wir momentan über 45 Grad. Und für ihn ist natürlich alles, was unter 30 Grad ist, im Winter. Und da kann er nicht gut fliegen. Und deswegen sind wir halb froh, dass heute hier die Sonne scheint und er ein T-Shirt kriegen kann. Dann passt das. So, jetzt aber zurück zum Stellplatz. Dann kriegt er vielen Dank. Der letzte Punkt dieses Jahr hier am Stellblock der Heli-Challenge mit der Feld 47-3. Dankeschön, Bernd. So, also jetzt kommt der Schutzschutz von Tarek und danach sind alle Flightlines wieder offen. Dann kann wieder freigeflogen werden. Und wer Tarek kennt, der weiß, 2,5-3 Minuten, dann schreit der Akku in Gnade und der Motor winkt, bitte lande mich.